Für die B-Säule an dem Mat4 Roadster muss ein Ersatzblech geformt werden. Das originale Blech hat einige Durchrostungen. Begonnen wird mit der Sicke am oberen Ende. An der Sickenrollenmaschine wird oben eine schmale Sickenrolle, unten eine Sickenrolle mit einer 22 mm Rundsicke eingesetzt. Bevor man an das Umformen des eigentlichen Werkstücks geht, sollte testweise mit einem Rechtstück ein Durchgang durch die Sickenrolle geführt werden. Dabei sieht man, ob das Resultat so ist, wie man es gerne hätte. Erst dann wird das Ersatzblech entlang der eingezeichneten Linie durch die Rollen geführt. Es entsteht ein kleiner Absatz. Die Wölbung der Sicke wird mit einem Kunststoffhammer an einem runden Amboss in das Blech getrieben. Der Kunststoffhammer verhindert, dass sich das Blech verzieht. Zwischendurch wird das Blech an die ursprüngliche Form angehalten. Die Rundung der Sicke ist perfekt und nun muss die obere Sicke geformt werden. Zurück an die Rollensickenmaschine wird mit dem gleichen Verfahren wie bei der unteren Sicke das Blech durch die Rollen geführt. Wichtig ist, dass man ganz genau auf der vorgezeichneten Linie bleibt, damit die Sicke später passt. An einem Amboss wird nun mit einem flachen Kletterhammer der obere Rand des Ersatzblechs geglättet. Das Glätten erfolgt mit einem leichten Kletterhammer und mit streichenden Schlägen. Da die Sicke auch noch geglättet werden muss, wird zuerst mit einem abgerundeten Kunststoffhammer die Spannung aus der Sickenrundung genommen. An einem runden T-Amboss wird die Sicke nun mit einem Treiblöffel final geglättet. Durch die breite Auflagefläche und die leichten streichenden Treibbewegungen wird das Blech perfekt geglättet.
Das umgeformte Ersatzblech wird noch einmal an das Fahrzeug angehalten und die Form überprüft. Im nächsten Schritt müssen die seitlichen Börtelkanten umgeformt werden. An der Sicke muss zuvor allerdings noch der Rand abgetrennt werden. Dies erfolgt mit einer kleinen Trennscheibe, da dies am präzisesten ist. Nach dem Trennen werden die Ränder glatt gefeilt. Die Ränder werden auf die richtige Breite geschnitten und anschließend mit der Börtelgabel stückweise umgelegt. Geglättet wird der umgelegte Rand mit einem Hammer und einem Dolly. Das Ersatzblech ist anschließend fertig und kann eingeschweißt werden.